Hi liebe Leute, Marc hier. Ja, ein weiteres Video zum Wheelie. Da habt ihr schon viel von gesehen. Ich weiß aber, viele von euch können den Wheelie immer noch nicht, was ja an sich nicht schlimm ist, wenn ihr ihn nicht wollen würdet. Und wenn ihr ihn lernen wollt, dann müsst ihr wirklich dranbleiben. Ich habe zum Thema Wheelie auch ein Online-Coaching-Paket mit 8 ausführlichen Lektionen, wo ich wirklich nochmal detailliert euch Tipps gebe, wie ihr das Schritt für Schritt üben könnt. Online auf meiner Webseite, ich verlinke das unten mal. Ja, und da müsst ihr einfach wirklich motiviert sein und dranbleiben. Wer einfach nur zwischendurch mal beim Feierabend ein bisschen mal übt auf der Tour, der wird nicht weiterkommen. Ihr müsst schon Wochen, manchmal auch Monate investieren, intensiver Übungen. Aber dann habt ihr es einmal drauf und das ist natürlich super. Ach so, falls euch auffällt, ich habe es im anderen Video schon erwähnt, ganz kurz. Ich bin jetzt bei der Bikeschule Rock Martrail, weil ich hauptberuflich ja bei Velo Total im Medienbereich arbeite und nebenbei auch noch meine Kurse gebe im Hochsauerland. Aber nicht nur unter eigener Fahne, sondern bei meinem Kollegen Daniel. Und ja, das freut mich natürlich. Ihr habt in ganz Deutschland dort auch Kurse. Und wenn ihr den Affiliate-Link unten klickt, dann bekomme ich eine Provision bei der Buchung eines Kurses. Und ihr müsst auch keinen Aufpreis zahlen. Könnt ihr mal schauen, ob euch da Kurse passen in eurer Umgebung. Und das macht auf jeden Fall Sinn, immer beim Üben sich auch von Trainern unterstützen zu lassen. Der Wheelie auf dem Hinterrad fahren, wenn man es will, wenn man es braucht. Für viele ein Angebertrick, aber viele üben, weil es einfach Spaß macht und man kann es teilweise auch anwenden, wenn man zum Beispiel Hindernisse bergauf hat, im Trail den Wheelie-Impuls benutzen. Bei der Bewegung vom Wheelie gibt es im Grunde ein paar Komponenten, die man beachten kann und die Hauptdinge sind einerseits das explosive Reintreten und das Anlupfen des Vorderrads. Jetzt ist es anders als beim Manual, weil man ja im Sattel sitzt. Man hat den Sattel so auf halber Höhe, wenn man übt. Nachher kann man ihn noch ganz ausfahren, wie man es halt mag. Und dann muss man halt schauen, durch eine explosive Bewegung, dass man das Vorderrad hochbekommt. Ich möchte euch dafür ein paar Tipps bekommen. Ich gebe euch jetzt ein paar Top-Tipps und ihr werdet noch mehr in den ausführlichen Online-Coaching-Lektionen finden. Ganz wichtig ist natürlich, sucht euch eine Fläche, wo ihr gut üben könnt. Häufig ist eine breite Straße ohne Verkehr, die leicht bergauf geht. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das war für mich damals sehr wichtig, weil ich habe, als ich beim Wheelie üben unterwegs war, auch erstmal in der Ebene geübt und habe ziemlich viele Probleme gehabt, weil ich immer so schnell wurde und dann mit der Hinterradbremse bremsen musste und ich konnte den Wheelie noch gar nicht so gut. Deswegen am Anfang immer leicht bergauf trainieren. Schaltet euch einen passenden Gang rein, das ist teilweise individuell. Ich mache es eher in leichten Gängen. Wenn man ein E-Mountainbike hat, würde ich sogar die Unterstützung ganz ausschalten, um erstmal ein Gefühl für das Pedalieren zu bekommen und dann nachher kann man auch dann mit Eco-Modus oder so weiter den Wheelie üben, das geht auch. Bremst das Tempo beim leicht bergauffahren ziemlich weit runter. Dann schaut ihr, dass euer Schokofuß oben ist, das kann der linke, der rechte sein. So ein bisschen auf 5 nach 12 um den Dreh. Und explosiv reintreten, vorher habt ihr euch klein gemacht, euch aufgerichtet. Ihr könnt jetzt am Anfang, wenn ihr Probleme habt, dass ihr immer sehr dazu neigt, den Lenker zur Brust zu ziehen, könnt ihr euch erstmal darauf konzentrieren, die Arme zu strecken. Wenn das gar kein Problem ist, könnt ihr auch den Lenker ein bisschen mit hochziehen und einfach dann versuchen, das Vorderrad so hoch zu bekommen, dass ihr in den Sweet-Bereich kommt. Jetzt schon mal ein ganz entscheidender Tipp, den ich damals nicht hatte, deswegen habe ich oft schnell müde Arme bekommen. Rutscht direkt von Anfang an mit dem Po etwa ein Stück am Sattel nach vorne, dass ihr quasi in der Mitte des Sattels sitzt und nicht mehr ganz normal drauf. Dann könnt ihr auch von Anfang an so trainieren, dass ihr mit dem Steißbeinbereich, das quasi da oben, wo der Po endet, auf das Sattelende drückt. Das geht bei manchen Sätteln besser als bei anderen. Und dann könnt ihr so das Vorderrad höher halten und müsst nicht die ganze Zeit so einen ganz starken Zug in den Arm spüren. Euer Körper ist dann auch nicht ganz so weit nach hinten gelehnt und ihr könnt wirklich entspannt Kurven fahren, One-Hand-Wheelies machen, solche Dinge. Also könnt ihr direkt beim Üben auch mit reinnehmen, rutscht ein Stück nach vorne mit dem Po auf dem Sattel, anstatt immer weiter nach hinten zu rutschen. Wenn man natürlich dann süchtig wird nach Wheelie fahren, will man ihn in allen Situationen machen, egal bergauf, bergab und so weiter und so fort. Da habe ich, wie gesagt, in den Online-Coaching-Lektionen noch sehr ausführliche Sachen für euch. Ich wollte euch noch den Tipp geben, das Dosieren der hinteren Bremse immer schön weiter zu üben, weil das braucht ihr auf jeden Fall dann, weil ihr im Vergleich zum Manual nicht den Sweetpoint austarieren könnt, sondern dann auch die hintere Bremse schleifen lassen müsst. Ja, bleibt safe, übt erstmal Schritt für Schritt beim Wheelie und habt auch Geduld mit euch und seid nett zu euch selber, wenn ihr mal Frust habt, dass es nicht klappt, nicht sauer auf sich selber werden. Mehr Tipps dazu noch online und
ja, bleibt dran, nutzt das gute Wetter. Wir sehen uns im nächsten Video.